Jetzt schließt sich nicht dein Programm hier auf der Bühne an, sondern der nächste Preisträger. Ich bitte dich zum Pult. So. Vielen Dank. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber danach kommt ja auch nichts mehr, oder? Danach ist Party, oder? Wer weiß das schon? Okay, gut. Die Jury muss gar nichts. Wir kommen zum nächsten Preisträger in der Kategorie Kultur und Unterhaltung. Ein weiterer Grimme Online Award geht an Polar Sea 360 Grad. My dad used to say everything's gonna change in this world. The land, the weather. Diese Veränderungen stellt die interaktive Webreportage Polar Sea 360 Grad auf eindrucksvolle Weise dar. Nicht nur die Veränderungen in der Natur, sondern auch die in der Gesellschaft werden mittels modernster 360-Grad-Kameratechnik für den Zuschauer greifbar. Ein alter Mann, eine alte Frau, Teile einer vergessenen Generation. Naturspektakel wie die Polarlichter oder ein Flug über das vereiste Meer lassen sich mit virtueller Realität so erleben, als wäre man selbst vor Ort. Der Zuschauer kann sich umsehen, entscheiden, auf welche Details er besonderes Augenmerk legen will. Mit seinen starken Bildern und einer ausgeklügelten Dramaturgie vermittelt Polar Sea 360 Grad nicht nur komplexe Inhalte, sondern vor allem eine Botschaft. Ja, und diese Botschaft ist im Kern, und das verbindet mich auch thematisch mit den Preisträgern, der Klimawandel. Das ist im Kern ja ein sehr naturwissenschaftliches Thema. Mit spektakulären 3D-Animationen, wir haben es gesehen, wird gezeigt, wie es in der Arktis aussieht und wie die Menschen vor allem dort leben. Der Klimawandel wird ja gerade bei uns in Deutschland, er ist ja extrem emotional besetzt, teilweise auch irrational. Mein Nachbar zum Beispiel lässt seit einiger Zeit nachts sogar sein Eisfach offen, um die Erderwärmung aufzuhalten. Und was ich bei dieser Dokumentation, bei diesem Bericht so toll finde, dass man dieses Thema Klimawandel eben nicht wertend oder mit dem üblichen Katastrophenton angegangen wird, sondern es ist ein sehr, sehr leiser Film. Man zeigt die Arktis in diesen tollen 3D-Bildern und vor allem zeigt man die Menschen, die dort leben, die Inuit, und lässt sie einfach erzählen. Da gibt es die Alten, die von früher erzählen, bevor die Zivilisation, also die Weißen, da waren. Und erzählen die dann natürlich auch mal, dass es früher besser war. Aber dann gibt es auch die Jungen. Zum Schluss des Films sieht man eine junge Frau, die sagt, unsere Welt verändert sich. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Sie sagt, vielleicht ist es auch toll, dass möglicherweise auch in der Arktis irgendwann mal wieder Wälder wachsen. Polar Sea 360 Grad zeigt im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Perspektive auf das Thema, auf die Natur. Und wir wissen alle, dass das Wechseln der Perspektive, des Blickwinkels, neue Erkenntnisse und neue Einsichten bringen kann. Das ist in der Wissenschaft nicht viel anders. Wissenschaftliche Erkenntnis lebt tatsächlich darin, dass kluge Menschen bestimmte Phänomene aus einem anderen Blickwinkel betrachtet haben. Polar Sea 360 Grad ist ein Film, der nachdenklich macht, aber der auch Hoffnung ausstrahlt, denn wir Menschen, wir sind nicht umsonst das anpassungsfähigste und das flexibelste Lebewesen auf diesem Planeten. Die Sumerer erfanden das Rad, die Babylonier die Metallverarbeitung, der Baden-Württemberger den Bausparvertrag. Ohne die Erfindung der Glühbirne müssten wir heute noch bei Kerzenlicht fernsehen.
Die Welt verändert sich und wir müssen wohl oder übel uns damit arrangieren. Und das zeigt dieser Film. Wir brauchen mehr Mut und den Glauben an unsere eigenen Fähigkeiten. Man kann bei einem Auto, das mit voller Geschwindigkeit auf einen Abgrund zurast, natürlich auf die Bremse drücken und es verlangsamen. Aber man kann auch die Tatsache nutzen und auf dem Weg auf den Abgrund für das Fahrzeug Flügel entwickeln. Lassen Sie uns also die Perspektive wechseln, genau wie es dieser Film tut. Meinen herzlichen Glückwunsch an die Macher von Polar Sea, auf dass sie noch viele Projekte realisieren, die uns einen anderen Blick auf die Welt eröffnen. Kai Meseberg. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben es schon im Einspielfilm gesehen, das ist eine irre Technik, 360-Grad-Technik. Ja. Magst du uns erstmal erklären, wie funktioniert das? Ach so, ja. Dann freuen wir uns. Erst noch schnell. Ja, gern. Ja, 360 Grad ist so, dass man als Zuschauer im Mittelpunkt des Videos oder des Inhalts steht und nicht auf eine Leinwand schaut. Also überall drumherum bewegt sich was und man kann sich drumherum schauen und man kann es einsetzen in Form von Apps, was wir auch gemacht haben für Polar Sea und auch für Bildschirme, die es ja auch so im Gebrauch zu der Zeit, als wir das produziert haben, noch gar nicht gab. Aber wie produziert man denn diese Bilder? Mit neuen Kameras. Das sind meistens so Kameras, verschiedene GoPro-Kameras zusammen zu einem Ball und der dann quasi in alle Richtungen filmt und dann wird das Material zusammengenäht, gestitcht und dann hat man halt diese Perspektive. Also ich frage jetzt mal ganz blöd, ne? Weil wenn man da steht mit der Kamera an einem Punkt und man dreht sich, dann hat man doch eigentlich ständig das Problem, dass das komplette Kamerateam irgendwo dann mal im Bild stehen muss. Ja, das ist die große Herausforderung gewesen für Thomas Wallner, für Wandertop, für alle die das tatsächlich dann vor Ort in der Arktis gedreht haben, die mussten sich ja immer verstecken, ansonsten wären sie im Bild gewesen. Und haben dann irgendwelche Steine oder Häuser gesucht, um dahinter zu stehen, um nicht im Bild zu sein. Und das hat dann manchmal auch zu interessanten Konstellationen geführt, dass sie dann sich irgendwo in einem Bootsrumpf verstecken mussten. Dieser Bootsrumpf war aber der Bootsrumpf eines Fischerbootes und dort lagen dann auch Fische, die nicht mehr ganz so frisch waren. Das heißt, es hat dann schon manchmal, sage ich mal, zu Situationen geführt, die wirklich Neuland sind. Also wirklich Neuland im Sinne von Bewegtbild-Videoinhalte zu produzieren, die halt diese Perspektive haben. Gelohnt hat sich das. Hier ist der Grimme Online Award. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch und bitte noch aufs Foto.